Ich grüße euch. Als Christ begehen wir einen wichtigen Tag. Karfreitag. Der Gedenktag an die Kreuzigung Jesus. Aber wer war Jesus tatsächlich? An Weihnachten feiern die Christen die Geburt des Jesuskindes. Und die Geschichte um seine Geburt ist jedem bekannt. Nicht viele Menschen bezweifeln, dass vor 2000 Jahren Jesus ein jüdischer Lehrer gelebt haben soll. Dieser Jesus behauptete, der Sohn Gottes zu sein, und seine Anhänger glaubten ihm. Sie lobten ihn als Retter und König. Doch die religiösen Führer der Juden widersetzten sich ihm und letztendlich kreuzigten sie ihn. Die Kontroverse um Jesus lebt aber immer noch. Die Evangelisten, nein, besser gesagt die Christen, halten die Wunder, die um Jesus geschahen, als übernatürlich fest. Auch wenn diese Wunder nicht erklärbar sind, versuchen geistliche Jesus-Wundertaten den Menschen näher zu bringen, eben weil es Wunder sind, die er vollbrachte, weil er Gottes Sohn ist. Auch wenn einige Menschen nicht an diese Wunder glauben, spielt es keine Rolle, denn täglich geschehen Wunder. Doch das ist den meisten Menschen nicht einmal bewusst. Doch welche Bedeutung hat Karfreitag? Fest steht, an diesem Tag fand der Kreuzigungstod Jesus Christus statt, der sich als Sohn Gottes ausgab. Kar bedeutet im wörtlichen Sinne Kummer und Trauer. Buße und Trauer spielen dabei eine Rolle, wie auch Erinnerung und Besinnlichkeit, sowie auch das Gedenken an die Kreuzigung in Verbindung mit der Auferstehung und so auf Hoffnung auf das ewige Leben. Die Bedeutung vom Karfreitag veränderte sich mit den Jahrhunderten. Zunächst galt er als Fastentag. Seit dem 17. Jahrhundert aber steht die Buße im Mittelpunkt, während die Kreuzigung Jesus Christus immer im Vordergrund steht. Karfreitag, der Gedenktag der Kreuzigung Jesus. Nach der Trauer und dem Schmerz folgt als zentrales Leben die Wiederauferstehung, die es ohne den Tod nicht geben könnte. Damit gilt der Karfreitag gleichzeitig als Hoffnungsträger für die christliche Welt. Ein jeder wird diesen Tag nach eigenem Begehren begehen. Und ein jeder sollte darüber nachdenken, wenn Jesus für die Menschheit gestorben ist, alle Sünden der Menschen auf sich genommen hat, damit wir ohne Sünde leben können und sollen, dann sollten die Menschen auch wirklich so leben, sich so verhalten, wie Jesus es wollte. Amen.